Ja, ich habe also gestern sehr genau mir nochmal Ihre Bücher angeschaut und ich habe gesehen, unter anderem darin, dass ich nach Ihrer Definition ein sogenanntes öffentliches Kind bin. Ja, das sind Sie. Richtig? Das also, ich werde gleich noch den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was das ist, wenn Sie es nicht gelesen haben, dessen wichtigste Berufslegitimation die Vagina ist. Ein öffentliches Kind ist nach Ihrer Definition eine der Frauen, die also den Männern, die das alles erfunden haben, nachplappert, Frauen ging es ja so schlecht und sie müssten sich emanzipieren. Ja. Und was wir da schreiben und sagen, das ist der größte Unsinn. Und wenn wir keine Frauen wären, dann könnten wir das alles gar nicht schreiben. Ich muss sagen, gelinde gesagt, ich fühle mich doch schlicht diffamiert von Ihnen. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass nach dem Gesetzbuch sowas, dass es möglich ist, sowas strafrechtlich zu verfolgen, eine Ja, solche Sie können Geschichte. es versuchen. Könnte ich mir Bitte. vorstellen, möchte ich vielleicht nicht unbedingt. Ja. Was stellen Sie sich eigentlich vor, wenn Sie sowas schreiben? Wenn Sie zum Beispiel über mich und meine Kolleginnen schreiben, wir seien Nachplapperer und wir wären also, unser wichtigstes Instrument ist die Vagina. Was stellen Sie sich Ja, darunter vor? ich sage, dass man für diese Ideen, die Sie vertreten, weder Mut braucht, noch Originalität, noch Initiative. Es ist ganz, Ja. ganz einfach. Man muss den Männern nur das servieren, was sie am liebsten lesen möchten, nämlich, dass sie die Stärksten sind, dass sie die Welt beherrschen und sie sind glücklich. Ja, Und ich denke, die aber Frau Massenmedien Villada, werden haben von Sie doch. Frauen beherrscht. Aber Frau. Wirklich, ich weiß, in dieser perversen Gesellschaft. Dieser Frau, die jetzt rigide ist, der sagen Sie, meine Gute, stell dich doch nicht so an. Kannst doch ruhig zweimal in der Woche. Macht doch kein Tamtam. Ich glaube, dass jemand, der so zynisch ist und so gemein wie Sie, der solche Dinge schreibt, ich wundere mich überhaupt, dass Frauen Sie noch nicht angegriffen Haben haben. Sie schon. Richtig, richtig. Der sollte Sie auch mal nach Ihrem Privatleben fragen. Und jetzt frage ich Sie, Frau Villar, wie kommen Sie dazu? Was haben Sie bisher getan? Wie leben Sie? Warum schreiben Sie sowas? Ich bin Schriftstellerin und ich beschreibe, was ich sehe, so genau wie möglich und so ehrlich wie möglich. Das ist meine Maxime. Ja, aber ich glaube, Sie sehen in erster Linie sich selbst, denn hier haben Sie sehr gut sich beschrieben. Sie sind eine Schreiberin, über die man kein Wort verlieren könnte, vielmehr ein Schreiber, sprechen wir jetzt mal in der neutralen maskulinen Form, wenn er nicht weiblichen Geschlechts wäre. Wenn ein Mann nämlich diese Sachen geschrieben hätte, dann würde man mit den Schultern zucken, Man dann würde wäre ihn das ein. auslachen, man würde sagen, er hat Richtig. keinen Erfolg gehabt bei den Frauen und er muss Richtig. sich jetzt rächen. Richtig. Deswegen konnte Sehr diese Bücher nur eine konfus. Frau Ja, schreiben. der Charme ihrer Bücher besteht nämlich nur in der Selbstverleugnung und in dem Verrat. Sie verleugnen ihr Geschlecht, sie verleugnen damit sich selbst und sie verraten ihr Geschlecht. Und darum werden sie von Männern benutzt. Und das finde ich, und darum mag ich sie eigentlich gar nicht so richtig angreifen. Und darum habe ich das eigentlich auch bisher noch nie getan. Weil irgendwo, finde ich, sind sie eine tragische Gestalt. Wissen Sie denn nicht, dass die Männer, die Sie in Medien einsetzen, im Stern, beim Fernsehen, überall, dass die Sie vorschieben, dass Sie die Frauen beschimpfen, dass Sie gemein sind und dass Sie über sie lachen, dass Sie sie dumm finden, dass Sie sie verräterisch finden? Das ist mein heiliger Ernst. Das ist jetzt nicht Ja, polemisch. das ist sehr Wissen Sie das interessant. nicht? Sehen Sie das nicht? Ich weiß nicht, wenn Sie das sagen, dann glaube ich es Ihnen. Aber es berührt mich überhaupt nicht.